Hallihallo und herzlich willkommen zu The Night of the Rabbit. Das Spiel habe ich jetzt schon ein bisschen länger auf der Platte liegen und ich habe in letzter Zeit noch mal ein bisschen mich mit Daedalic Adventures auseinandergesetzt, Videos geschaut und so weiter. Und da hatte ich ehrlich gesagt ziemlich Lust, einfach noch mal eins zu spielen, eins, das ich noch nicht kenne. Und das ist The Night of the Rabbit. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen direkt einfach mal an. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Okay, das hat jetzt noch nicht viel verraten von dem, was hier überhaupt passiert. Ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, da stand, ob ich wirklich ein neues Spiel anfangen will und ob ich nicht meinen alten Spielstand weiterspielen will. Der Spielstand sah aber genau so aus. Ich habe das Spiel einfach mal gestartet, um zu testen, ob das mit der Aufnahme alles so funktioniert. Und das war's. So, jetzt ist das Tagebuch hier oben auch verschwunden. Das war, glaube ich, ein Tagebuch. Ansonsten habe ich noch keine Ahnung. Wir sind anscheinend ein Hase. Das ergibt Sinn beim Titel dieses Spiels und ja, ansonsten schauen wir mal, wie wir hier zurechtkommen, nicht wahr? Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Keine Ahnung. Im Zweifelsfall ja, weil ich weiß nichts. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte? Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Nein. Na gut, wenn wir denn einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Okay. Wir haben also eine merkwürdige Gestalt und die sagt uns, dass wir unseren Anfang finden müssen. Ja, das, den habe ich nämlich noch nicht gefunden. Das wird ja noch interessant. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Ich verstehe grundsätzlich, was du sagst, ja. Ich weiß nur noch nicht, wie es mir weiterhelfen soll. Wirklich? Ich habe schon lange niemanden mit so einem scharfen Verstand getroffen. Hast du eben etwas gehört? Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Folge mir. Da
Das sind schon die ersten schlechten Omen, würde ich mal schätzen, irgendwie. Da ist dein Anfang. Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Naja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Also der scheint eine Art Geschichtenerzähler zu sein. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist. Wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen. Um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama! Ein Zauberer will ich sein. Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun. Bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft. Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Ich würde euch jetzt gerne diesen Hasen zeigen, den ich hier sehe, hinter dem Rare von Rabbit. Aber ich habe keinen Cursor. Jerry! Jerry! Ja? Aufstehen, du Schlafmütze! Oh nein, die Schule! Ich komme noch zu spät. Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint. Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen? Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los? Noch 2 Tage Abenteuer. Wie jeden Morgen beginnt Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Ich verstehe. Tutorial. Wow, wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Pah, Schlauberger. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf.
Das ist aber ein merkwürdiger Radiosender. Ich meine, ich höre sowieso kein Radio, aber das klingt schon wirklich sehr abstrus. Aber nun gut, spielen wir mal mit. Brav, fein gemacht. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick, alles ein Klick. Aha, ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da, wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Magisch. Wow, dabei habe ich es doch eben nur... Was habe ich denn überhaupt gemacht? Angetatscht, glaube ich, oder so. Aha, nun spreche ich mit dem Radio. Ja, das finde ich eine... Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Oh, er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los. Ich frage mich, ob hier irgendwelche Mikrofone in diesem Radio stecken und das uns heimlich abhört. Gut so, das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Die I-Taste drücken. Ja, das Mausrad ist, glaube ich, einfacher. Tut das nicht gut? Ihr Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Aha, nun doch also nicht nur ein Klick. Also doch schon ein Klick, aber nicht nur... Aha. Nicht nur links, sondern auch rechts. Hübscher Kopf. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Naja, für mich ein alter Hase des Genres ist das natürlich kein Problem. Das machen wir doch glatt. Das hier finde ich nur noch interessant. Hier haben wir nämlich dieses Tagebuch. Ich glaube, da möchte ich auch nachher mal reingucken. Falls das Tutorial uns eh nicht darauf hinweist. Ups, der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Ja, mache ich demnächst morgens regelmäßig. Einen Korbgriff reparieren. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. So viele Möglichkeiten. Ich finde das übrigens sehr schön gemacht hier, also dieses... Das wollten wir jetzt aber nicht machen. Na, keine Zerrung geholt? Öffnen Sie einfach wieder das Inventar. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben scrollen. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Hm,
wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter. Das ist wirklich eine sehr abstruse Tutorial-Morgen-Radiosendung. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry, Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber schon abstrus und merkwürdig, dieses Ding. Vor allen Dingen auch noch, irgendwo sind hier Kameras installiert, sonst hätte der ja nicht gewusst, dass unsere Mutter hier Wäsche aufhängt. Oder wurde das eben irgendwann gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Nun gut, dann schauen wir doch mal, was wir hier machen können und dazu möchte ich erst einmal in unser Tagebuch schauen. Hier haben wir ein Tagebuch. Hier haben wir irgendwelche Gestaltskarten. Also es sieht für mich aus wie irgendwelche Gestalten. Das könnten aber auch Steine oder sowas sein. Irgendwas in Harz eingeschlossen oder so. Und hier haben wir anscheinend dann das, was passiert. Ein Fremder kann dich durch den Nebel führen. Eine seltsame Lichtung, ein sagenumwobener Baum, eine schwarz gekleidete Gestalt und ein Reisekoffer. Wie geheimnisvoll. Ich habe keinen Reisekoffer gesehen oder war ich jetzt blind? Dann wissen wir, Jerrys größter Traum ist es, Zauberer zu werden. Das macht mir das Spiel schon unglaublich sympathisch. Ich liebe Zauberer. Also Magie allgemein finde ich sehr, sehr cool. Und so Zaubertricks sind auch immer mal ganz, ganz interessant und spannend. In der Nacht beobachten ihn leuchtende rote Augen durch das Fenster. Lesen üben wir noch. Nur noch 2 Tage Sommerferien, auf ins Abenteuer. Jerry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu brauchte Jerrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Nun gut. Dann werden wir Brombeeren sammeln. Hupala. Gut getarntes Geheimversteck. Karottenbeet. Habe ich hier auch die Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen? Anscheinend nicht. Was es so gibt. Das heißt, ich muss suchen. Und ich habe das Gefühl, Krähen werden noch eine größere Rolle spielen. Verwitterte Statue. Naja, schauen wir uns erstmal alles an und sammeln alles ein, was wir hier so finden. Haustür. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Oh ja, das will ich sehen. Nun denn, was sagt das Radio oder kann ich es mitnehmen? Auf Wunsch vieler unserer Zuhörer wiederholen wir unser Programm fit und froh in den Tag. Ich bin zu alt für diese Fitnessprogramme. Als Vorbereitung für unsere Übungen stellen Sie bitte Flechtwaren auf eine nahegelegene Fensterbank. Wow, zum Glück habe ich den Korb noch dabei. Nein. Oh. So, wie neu. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor. Ja, ist gut. Das natürlich können Sie auch ohne unser Programm. Schalten Sie gerne wieder ein. Klicken Sie einfach auf Ihr Radio. Sie daran. Ja, das. Bleiben. Der Mauswaldfunk. Maus. Okay. Wir nehmen den Korb erstmal wieder mit. Hupala, jetzt weiß ich. Jerry, du hast den Korb. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Ja. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen, dass man das Tutorial so schnell einfach wiederholen kann. Nun gut. Das Radio werde ich nicht nochmal anklicken. Schauen wir uns die verwitterte Statue an. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Also er hat gerade eine Blume gepflückt und sie dahin gelegt, oder wie? Na gut. Schauen wir mal, ob es Karotten gibt.
Ich steck mir eine Karotte für später ein. Sollen ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Mark, interessant. Und ich sehe zwar auch Spuren, allerdings ist das vom Gremlin-Wolf, ist das hätte ich jetzt nicht gewusst. Allerdings bin ich ja auch kein Junior-Dschungel-Club-Sucher, was auch immer. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja, mach ich morgen. Schule. Ja, kann ich nachvollziehen. Haselnussscher Briefkasten. Meine Güte, direkt im ersten Screen so viel Zeug zum Angucken und Einsammeln. Wir haben ja noch mehr Zeug zum Essen. Eine Karotte haben wir ja schon. Erdbeeren haben wir schon gegessen. Johannisbeeren haben wir noch. Leer. Ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Okay, im Briefkasten war nichts zu essen. Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer? Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Na gut. Also auch hier nichts zum Mitnehmen. Hier haben wir noch ein gut getarntes Geheimversteck. Was ist denn da versteckt? Oder ist da drunter ist ein Brunnen oder sowas, oder? Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer, die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer, Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlin-Wolf noch meine Witterung auf. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch ein paar magische Werkzeuge wie verrottete Knaller. Das ist ja hervorragend. Streichholzbriefchen mit einem Streichholz anscheinend noch und einer Münze mit Loch. Nun gut. Die Fantasie des jungen Mannes ist auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde irgendwie ist schade, dass vor allen Dingen die Erwachsenen so ihre Fantasie ziemlich verlieren, inklusive mir. Also ich merke das an meiner Entwicklung. Ich habe früher auch mal sehr viel Fantasie gehabt, mir alle möglichen Dinge vorgestellt und das passiert heute halt nicht mehr so. Dabei ist es, glaube ich, in geringerem Ausmaß auch gar nicht schlimm, sondern eher cool, wenn man das noch macht und kann. Also für dich zumindest. Und ja. Aber nun denn, das soll das Ende der ersten Folge gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann erkunden wir weiter die Umgebung und schauen, wo uns dieses komische Spiel noch hinführt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.